Herzlich willkommen, ihr Astronomiebegeisterten da draußen. Heute begrüße ich euch zum April-Video unserer Serie Mach mit. In meinen Mach mit-Videos geht es darum, dass ich euch spannende Beobachtungsziele für jeden Monat vorstelle, die wir dann gemeinsam beobachten, also ihr beobachtet sie und gebt mir eine Rückmeldung dazu, und im nächsten Mach mit-Video besprechen wir dann eure Beobachtungen. Dementsprechend werden wir im ersten Teil dieses Videos eure Beobachtungen aus dem letzten Monat besprechen. Und im Anschluss werde ich euch die Objekte für den April vorstellen. Wie immer gliedert sich das Ganze dabei in drei Teile. Das erste ist das Hauptobjekt für den April. Das zweite stellt eine gewisse Herausforderung dar. Hier stelle ich euch meist etwas schwierigere Objekte vor. Und die dritte Rubrik trägt den Titel Nicht vergessen. Also Objekte, die bald nicht mehr zu sehen sind, weil sie vom Himmel verschwunden sind oder die man nicht übersehen sollte. Allgemein bemühe ich mich, Objekte auszuwählen, die auch für kleinere Teleskope und teils auch für Ferngläser erreichbar sind, sodass auch Anfänger problemlos mitmachen können. Bitte sendet mir eure Beobachtungsberichte, das können schriftliche Berichte sein, aber auch Zeichnungen oder Fotos, bis zum 24.04., damit ich noch genügend Zeit habe, das Video für den nächsten Monat zu erstellen. Berichte könnt ihr wunderbar unten in den Kommentaren posten. Wenn ihr mir Fotos oder Zeichnungen zukommen lassen wollt, nutzt am besten die E-Mail-Adresse, die ihr unten in der Videobeschreibung findet. Jeder, der mir einen Bericht zusendet, wird im nächsten Mach-Mit-Video im Mai erwähnt. Ich zeige eure Berichte und bespreche sie gegebenenfalls. Außerdem gibt es wieder etwas zu gewinnen. Für alle, die im April mitmachen, verlose ich einen Aufkleber vom Mond. Aber nicht irgendeinen, sondern einen großen 30 cm durchmessenden Wandsticker. Natürlich kann man ihn auch woanders hinkleben, aber er hält auch an der Wand, denn er nachts selbst leuchtet. Die Ziehung des Gewinners findet im nächsten Mach-Mit-Video statt und ich werde den Gewinner auch persönlich kontaktieren. Seht also beim nächsten Video unbedingt wieder rein, damit ihr wisst, ob ihr nicht vielleicht gewonnen habt. Als nächstes kommen wir zu euren Berichten, die ihr mir zu den Objekten aus dem Monat März geschickt habt. Wie auch beim letzten Mal werde ich aus Zeitgründen nicht eure gesamten Berichte vorlesen, blende sie aber immer im Bild ein. Wer also Lust hat, alles zu lesen, den lade ich herzlich ein, einfach das Video zu pausieren und sich in Ruhe die gesamten Berichte der jeweiligen Einsender durchzulesen. Der erste Bericht, der bei mir eingelangt ist, stammte von Martin Luther. Er hat mit zwei Mails geschrieben. Im ersten geht es um M81. Dabei hat er wohl seinen Reducer ausprobiert und, wie ich finde, sehr erfolgreich. Ein 10-Zoll-Teleskop auf einer EQ8-Montierung, dazu eine 2ASI 2600 in der Pro-Variante, das ist schon eine sehr professionelle Ausrüstung. Ein wirklich tolles Bild der Galaxie M81. Wunderschön. In seiner zweiten Mail geht es um M42 aus der Rubrik Nicht vergessen. M42, der Orionnebel, ist immer wieder ein wunderschönes Objekt, aber mit einem derartigen Teleskop und derartig fein detailliert fotografiert ist er wirklich beeindruckend. Danke Martin für deine tollen Berichte und die wirklich hochklassigen, wunderschönen Fotos. Ich bin schon gespannt, was du aus den Objekten dieses Videos machst. Der nächste Bericht kommt von Walter Codemo. Er hat mich über Facebook angeschrieben. Auch er berichtet von den Galaxien M81 und M82, verwendet er aber dazu einen EvoStar 80-600, also ein deutlich kleineres Teleskop als Martin. Die Aufnahme gefällt mir besonders gut, da man wirklich beide Galaxien sehr schön sieht und sogar den seitlichen Gasauswurf von M82 mehr als nur erahnen kann. Eine wirklich tolle Aufnahme. Danke, Walter. Der nächste Bericht stammt von Markus Wallberg. Er schreibt uns, dass das Beobachten sehr gut geklappt hat, dass er den Orionnebel aber nur grünlich sieht. Ich nehme an, es handelt sich um einen Schreibfehler und er meint hier M42 und nicht M44. Ob es ihm gelungen ist, am 23.03. auch noch den goldenen Henkel am Mond zu sehen, weiß ich leider nicht, da er danach nicht mehr geschrieben hat, aber vielleicht kann er uns ja diesbezüglich noch aufklären. Danke für deinen Bericht, Markus. Kommen wir nun zu dem, was uns Steve Mario Benz geschrieben hat, ebenfalls über Facebook. Zu M44 ist er wohl nicht mehr gekommen, zumindest habe ich nichts erhalten, aber er hat uns ein wunderbares Bild von M81 und M82 verlinkt, das er laut den Daten auf Astrobin offensichtlich im Jänner 2020 gemacht hat. Die Details dieses Bildes finde ich beeindruckend, insbesondere die Details in M82. Ein tolles Bild, vielen Dank. Der nächste, der mir geschrieben hat, ist Alexander Grill. Danke, Alex, für diesen wunderschönen Bericht. Ich finde es immer wieder besonders beeindruckend, wenn jemand Fotografie und visuelle Beobachtung kombiniert.
Er hat in diesem Fall Orion fotografiert, also den Orionnebel und dessen Umgebung, und den Sternhaufen M44 im Krebs visuell beobachtet. Und du hast absolut recht, Alex, der Krebs ist relativ schwach und gar nicht so leicht zu sehen. Besonders gut an deinem Bild gefällt mir, dass du die Farben des Nebels sehr natürlich gehalten hast. Oft sieht man Bilder des Orionnebels, in denen er beinahe schon neonfarben ist. Mir gefällt deine Variante sehr gut. Der nächste sehr ausführliche Bericht kommt von Gerhard Rehak. Gerhard hat absichtlich auf den Orionnebel verzichtet und sich stattdessen auf die Fotografie von M44 und M81 und M82 verlegt. Ich weiß, dass das mit einer 2ASI 178 MC nicht so einfach ist. Ich verwende genau dieselbe Kamera. Für Planeten super, für Deep Sky gar nicht so einfach. Sein erstes Bild des Bienenkorbes M44 zeigt noch relativ wenig Sterne, da die Belichtungszeiten sehr kurz gehalten waren, mit unter einer Sekunde. Das zweite Bild, bei dem er 30 Sekunden lange Aufnahmen gemacht hat, zeigt schon deutlich mehr. Hier fallen die vielen hellen Sterne des Bienenkorbes deutlich ins Auge. Und wenn man bedenkt, dass das Bild durch einen Sucher entstanden ist, dann bin ich umso beeindruckter. Auf seinem Bild von M81, M82 sind nicht nur diese beiden Objekte zu sehen, sondern sogar noch die etwas weiter entfernte Galaxie NGC 3077. Eine wunderschöne Komposition, in der man alle drei Galaxien sehr gut erkennen kann. Danke, Gerhard, für deinen Bericht und deine Bilder. Die nächste, die mir geschrieben hat, war Chrissy. Es freut mich immer, wenn jemand meine Berichte und meine Videos hilfreich findet. Und ich hoffe, du bist auch beim nächsten Video und bei diesem natürlich wieder dabei. Du hast offensichtlich M44 nicht nur gefunden, sondern auch in beeindruckender Qualität fotografiert. Ein tolles Foto mit sehr punktförmiger, sehr scharfer Sternenabbildung. Danke dafür, Chrissy. Der nächste Bericht, den ich euch zeigen möchte, kommt von Thomas Konrad. Von ihm haben wir sogar vier Bilder bekommen und er hat dabei das ganze Mach-mit-Video des letzten Monats abgearbeitet. M81 und M82 sind sehr schön gelungen. Das Problem an den hellen Sternen, das du beschreibst, sieht man, aber ich finde es nicht dramatisch. Es ließe sich vielleicht auch noch am PC nachbearbeiten, wenn es dich persönlich stört. Auch NGC 3077 erkennt man gut und dass du selbst NGC 2959 eingefangen hast, finde ich bemerkenswert. Das zweite Bild zeigt den Sternhaufen M44 und das mit einer beeindruckenden Fülle an Sternen. Man sieht wunderschön, wie der Sternhaufen in einen Rahmen von vier hellen, ungefähr trapezförmig angeordneten Sternen eingebettet ist. Das Weitfeldbild von M42, dem Orionnebel, dazu dem Pferdekopfnebel und auch der Flammennebel, finde ich toll. So wird schön die Größe der verschiedenen Objekte sichtbar. Und dass man am Rand sogar Teile von Bernards Loop sieht, ist umso beeindruckender. Auf deinem letzten Bild zeigst du uns noch den goldenen Henkel, wenn auch nicht genau zu der Zeit, an der die Tag-Nacht-Grenze durch ihn verläuft, sondern ein bisschen später. Nichtsdestotrotz erkennt man hier sehr viele Details und es ist ein wunderschönes Mondbild geworden. Danke, Thomas. Kommen wir nun zum Bericht von Matthias Jantsch. Besonders freut mich, dass du ebenfalls mit einem Nachtsichtgerät beobachtest. Vielleicht kannst du uns dazu einmal ein bisschen mehr erzählen. M44 ist dafür wirklich ein schönes Objekt, das groß und hell ist und die vierfache Vergrößerung vollkommen ausreicht. Schön, dass du auch die Galaxien M81 und M82 gefunden hast und sogar die Zigarrenform erkennen konntest. Und natürlich auch danke für deine beiden Fotos von M42, dem Orionnebel. Solche Vergleichsfotos, wie du sie hier zeigst, einmal mit einer astromodifizierten Kamera und einmal mit einer normalen Kamera, finde ich immer besonders schön, da man einfach sieht, welche Veränderungen die Astromodifikation auf so eine Spiegelreflexkamera hat. Besonders auffällig ist der Unterschied bei M43, der hier oberhalb des Orionnebels liegt. An diesem Nebel erkennt man mit der astromodifizierten Kamera um vieles mehr. Als nächstes haben wir den Bericht von Christian. Es freut mich sehr, dass dir meine Methode M81 und M82 zu finden geholfen hat. Ich suche sie immer so und ich finde es einfach sehr praktisch. Visuell ist es natürlich sehr schwierig, den Dresen der Spiralen oder überhaupt etwas der Spiralarme zu erkennen, aber schön, dass du beide Galaxien deutlich gesehen hast. Ein 120 mm Fernglas ist schon ein tolles Gerät. Ich liebe an solchen Ferngläsern immer diesen 3D-Effekt durch das beidäugige Beobachten, genauso wie du es hier beschreibst. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du auch bei diesem Mach-mit-Video wieder dabei bist und uns berichtet, ob du auch diese Galaxien gefunden hast. Danke auf jeden Fall für deinen Bericht.
Auf Facebook hat mir dann noch Bärbel van Voorden geschrieben. Nebelfotografie mit dem Handy ist nicht mehr besonders schwierig und umso lobenswerter, dass es dir gelungen ist und dass du uns die Bilder hier zeigst. Und ich finde es ebenfalls toll, dass du M36 gefunden hast, der ja ein Objekt unseres Februar-Videos war. Gerade am zweiten Bild erkennt man den Nebel und seine Umgebung schon sehr gut. Mach weiter so, ich freue mich auf weitere Berichte von dir. Der nächste Bericht, den ich euch zeigen möchte, kam von Matthias Walter. Ich finde es sehr höflich von dir, dass du mich siehst, ist aber von meiner Seite aus absolut nicht notwendig. Ich denke, dass wir alle, die im selben Hobby unterwegs sind, uns gerne duzen können, wenn das für dich okay ist. Um mir seine Bilder zukommen zu lassen, hat mir Matthias dann direkt auch noch eine E-Mail geschrieben, in der er sehr genau beschreibt, wie die Bilder entstanden sind. Wer sich das in Ruhe durchlesen möchte, bitte wie gesagt das Video einfach pausieren und lesen, denn hier würde es den zeitlichen Rahmen sprengen. M81 mit einer Gesamtbelichtungszeit von etwa 7 Stunden ist wirklich beeindruckend. Man sieht derartig viele feine Details in den Spiralarmen. Es ist einfach unglaublich. Und auch dein Orionnebel ist wunderschön gelungen. Man erkennt so viele zarte Details im Nebel, dass man sich gar nicht daran satt sehen kann. Vielen Dank, dass du uns an diesen tollen Aufnahmen und an deinem Bericht teilhaben lässt. Der letzte Bericht, den ich euch in diesem Video zeigen möchte, kommt von Hendrik Mulder. Und es ist sich gerade noch so ausgegangen. Danke, Hendrik. Auch er hat die Galaxien M81 und M82 fotografiert und dabei einen wunderschönen Bildausschnitt gewählt, in dem man beide Galaxien sehr gut erkennt. Vielen Dank für deinen Bericht und Grüße zurück in den Norden. Ich bin schon gespannt, was du aus den Beobachtungszielen dieses Videos machst. Was nun natürlich noch fehlt, ist die Verlosung. Immerhin gab es ja dieses schöne Konvolut aus 3 afrikanischen Meteoriten zu gewinnen. Ihr seht jetzt im Folgenden die Verlosung, die ich teilweise in höherer Geschwindigkeit ablaufen lasse, denn ihr braucht mir nicht die ganze Zeit zuzusehen, während ich hier irgendwie Zettelchen ausschneide oder zusammenfalte. Wie ihr hier seht, habe ich alle Teilnehmer, die mir einen Bericht geschickt haben, zusammengeschrieben und auf ein Blatt Papier ausgedruckt. Ihr könnt euch überzeugen, dass wirklich alle drauf sind. Sollte ich wider Erwarten jemanden vergessen haben, bitte schreibt mir. Ich hatte dieses Monat so viel um die Ohren, dass es immer mal sein kann, dass ich irgendwo etwas übersehen habe. Dann tut es mir natürlich sehr leid. Ich habe die Zettelchen alle einzeln ausgeschnitten. Anschließend zusammengefalten und in eine kleine Box aus Plexiglas geworfen. Selbst im Zeitraffer dauert das ein wenig. Nun habe ich die Box geschüttelt und dabei umgedreht und eine kleine Öffnung gelassen, sodass zufällig ein Stückchen herausfallen sollte. Hat wunderbar funktioniert. Und so ist, glaube ich, jede Manipulation ausgeschlossen. Dann wollen wir mal sehen, wer gewonnen hat. Unser glücklicher Gewinner der Meteoriten ist Gerhard Rehak. Herzlichen Glückwunsch, Gerhard. Schreib mir doch einfach eine E-Mail, sobald du das hier siehst, damit ich an deine Adresse komme, um dir die Meteoriten zuzuschicken. Ansonsten werde ich dich in den nächsten Tagen kontaktieren. Kommen wir aber nun zu den Objekten für den Monat April. Frühlingszeit ist Galaxienzeit und entsprechend liegt unser Hauptaugenmerk heute auf einigen schönen Galaxien. Die Galaxienbeobachtung ist nicht allzu einfach, da man dafür einfach dunklen Himmel braucht. Solltet ihr also aus städtischer Umgebung beobachten, werden diese Objekte, die ich euch dieses Monat vorstelle, wohl eher unsichtbar bleiben. Was aber nicht bedeutet, dass ihr es nicht dennoch versuchen solltet. Unser Hauptobjekt ist diesmal das sogenannte Leo-Triplet. Leo, weil es im Sternbild Löwe liegt, Triplet, weil es 3 Galaxien sind. Genauer gesagt sind es die Galaxien M65, M66 und NGC 3628. Das Sternbild Löwe ist eines der auffälligsten Sternbilder am Himmel im Frühling. In diesem großen Sternbild sahen schon viele frühe Kulturen einen Löwen. So finden wir bereits Berichte über dieses Sternbild als Löwe im alten Ägypten, bei den Römern und den Griechen, aber ebenso bei den Syrern oder Babyloniern.
Früher war das Sternbild aber noch etwas größer, als es heute ist, denn früher wurde der Löwe mit einem langen Schwanz und einer Schwanzquaste dargestellt. Diese Schwanzquaste ist jedoch heute ein anderes Sternbild geworden, nämlich das Haar der Berenike. Über den mythologischen Hintergrund des Löwen finden wir einiges in der griechischen Mythologie. Nach den Berichten der alten Griechen ist der Löwe am Himmel genau jene Bestie, die in den Sagen und Legenden die südgriechische Halbinsel tyrannisierte und dort für Chaos sorgte. Es war der Held Herkules, beziehungsweise wenn wir von der griechischen Mythologie sprechen, Herakles, der ihn besiegte, indem er ihn kurzerhand erwürgte. Das Erwürgen war deshalb notwendig, weil keine Waffe imstande war, das Fell des Löwen zu durchdringen. Herakles nahm, nachdem er den Löwen besiegt hatte, eine Kralle von dessen Pfote. Dieses konnte das Fell durchdringen und so konnte er ihm das Fell abziehen. Auf vielen Darstellungen und vielen Berichten sehen wir, dass später Herakles oder dann bei den Römern Herkules eben genau dieses Fell des sogenannten nemeischen Löwen als Schutz über den Schultern trug. Damit auch schon wieder genug zur Mythologie des Sternbildes Löwe und wir sehen uns jetzt einmal an, wo wir dieses Sternbild genau finden. Sehen wir jetzt im Frühling nach Süden, dann sehen wir den Löwen hoch am Himmel. Es ist ein relativ großes Sternbild, das aber auch sehr markant ist. Besonders auffällig ist der Stern Regulus, der rechts unten im Sternbild des Löwen sitzt. Regulus bedeutet übersetzt so etwas wie kleiner König oder Prinz. Auf jeden Fall ist es die Verniedlichungsform von König. Das Sternbild liegt zwischen den eher unauffälligen Sternbildern Krebs und dem Haar der Berenike, das, wie wir gehört haben, früher Teil des Löwen war. Sehr deutlich zeigt das Sternbild die Umrisse des liegenden oder sitzenden Löwenkörpers mit dem aufgerichteten, nach links sehenden Kopf. Wo finden wir nun unser Hauptobjekt, dieses Leo-Triplett? Es liegt links unterhalb des Sternbildes Löwe. Am besten findet man es, indem man sich an Herta, dem unteren mittleren Stern des Sternbildes Löwe, orientiert. Wandern wir mit dem Blickfeld von dort aus etwas nach unten und ein bisschen nach links, sind wir schon am Ziel. Hier liegen in unmittelbarer Nähe zueinander die Galaxien M65, M66 und NGC 3628. Besonders schön ist der Anblick in lichtstarken Teleskopen oder auch Ferngläsern bei einer Vergrößerung unter 60-fach, denn dann passen, je nach Sichtfeld der Okulare, meist alle drei Galaxien zugleich ins Sichtfeld. Und das ist schon richtig beeindruckend. Sehen wir uns nun die drei Galaxien im Detail an. Die Zeichnung, die ihr hier seht, habe ich erst kürzlich an meinem 16-Zoll-Teleskop erstellt. Um alle drei ins Sichtfeld zu bekommen, musste ich ein 31 mm Okular mit 82 Grad Sichtfeld verwenden. Nur so ging sich das aus. Die Spiralgalaxie M65 ist nicht besonders groß, aber meist relativ gut zu sehen, solange der Himmel dunkel genug ist. Natürlich liegt sie im Sternbild Leo, also Löwe, und trägt neben M65 auch noch die Bezeichnung NGC 3623. Immer wieder liest man auch den Beinamen Leo Triplet 1, also die erste Galaxie des Leo Triplets. Die Helligkeit beträgt 9,3 Magnituden, was für eine Galaxie nicht allzu dunkel ist. Dennoch sollte man sich abseits von Lichtquellen befinden, denn bei Lichtverschmutzung ist sie kaum noch zu sehen. Ihre Größe beträgt visuell etwa 5 mal 1,5 Bogenminuten und sie befindet sich in 33 Millionen Lichtjahren Entfernung. Im gespiegelten Bild meines Dobson-Teleskops liegt rechts unterhalb von M65 M66. M66 ist sogar etwas größer und heller als M65. Natürlich wieder im Sternbild Löwe gelegen, mit der Zusatzbezeichnung NGC 3627. Und wie könnte es anders sein? Dem Beinamen Leo Triplet 2. Sie kommt auf eine Helligkeit von etwa 9 Magnituden und ist mit 4,5 mal 2 Bogenminuten vor allem etwas breiter. Das liegt daran, dass wir bei M65 eher auf die Kante sehen, während wir bei M66 eine ordentliche Neigung haben und so relativ viel der Fläche sehen. Auch hier beträgt die Distanz zu uns etwa 33 Millionen Lichtjahre, was bedeutet, dass das Licht, das wir von diesen Galaxien aus sehen, seit 33 Millionen Jahren zu uns unterwegs ist. Ich finde das jedes Mal wieder beeindruckend. Erst kürzlich wurde nachgewiesen, dass die Galaxien M65 und M66 miteinander interagieren, sich also auch in der Realität so nahe sind, dass Anziehungskräfte bestehen. Die dritte Galaxie des Leo-Triplets ist NGC 3628. Wie man schon daran merkt, dass es sich um kein Messier-Objekt, also kein Objekt mit einer M-Abkürzung handelt, ist sie deutlich lichtschwächer als die anderen beiden. Dennoch ist sie bei dunklem Himmel im mittelgroßen Teleskop meist gut zu erkennen. Ihren Beinamen Hamburger-Galaxie hat sie vor allem deshalb bekommen, weil sie über ein markantes Dunkelband in der Mitte verfügt, sodass sie irgendwie wirkt, als wären zwei helle Brötchen mit einem dunklen Belag dazwischen zu sehen.
Die Helligkeit liegt bei 9,5 Magnituden. Die Fläche ist mit 8 mal 2 Bogenminuten sogar ein bisschen größer als die der anderen beiden Galaxien. Auch sie liegt in unmittelbarer Nähe der anderen beiden, ebenfalls in 33 Millionen Lichtjahren Entfernung. Unsere Herausforderung für dieses Monat, nun, ich sagte ja, Frühling ist Galaxienzeit, ist ebenfalls eine Galaxiengruppe, die sogenannte Leo-1-Gruppe. Gar nicht weit weg von unserem Hauptobjekt finden wir diese Gruppe, die aus den Galaxien M95, M96 und M105 besteht. Die Galaxien sind etwas lichtschwächer als das vorhin vorgestellte Leo-Triplet, dennoch sind sie mindestens genauso beeindruckend. Erst recht, da sie für wirklich große Teleskope eine Überraschung bereithalten, da es dann nicht drei, sondern diesmal sogar fünf Galaxien sind. Wir finden sie mittig unter dem Körper des Löwen, ein schönes Stück rechts des vorhin vorgestellten Triplets. Am besten orientiert man sich an den beiden Sternen Iota und Kappa Leonis. Diese beiden Sterne sind meist mit freiem Auge noch sichtbar, wenn der Himmel brauchbar dunkel ist. Denkt man sich eine Linie zwischen Iota und Kappa Leonis, so liegt unsere Galaxiengruppe genau in der Mitte. Bei dieser Gruppe ist der Abstand etwas zu groß, um sie gemeinsam im Okular zu beobachten, zumindest für die meisten Teleskope. Wer von euch ein Weitfeldteleskop oder ein sehr großes Fernglas besitzt, kann es dennoch versuchen und mit Vergrößerungen unter 30-fach bekommt man auch diese Galaxien gemeinsam ins Blickfeld. Beginnen wir rechts unten mit der Galaxie M95. Sie ist die größte der drei Galaxien, allerdings ist sie doch relativ lichtschwach, aber das werdet ihr selbst bemerken. Diese Balkengalaxie liegt natürlich im Sternbild Löwe, trägt die Zusatzbezeichnung NGC 3351 und hat eine Helligkeit von 9,7 Magnituden. Ihre Größe beträgt etwa 4 mal 3,5 Bogenminuten und wie eigentlich alle Galaxien unterhalb des Sternbilds Löwen liegt sie in etwa 33 Millionen Lichtjahren Entfernung. Das Bild, das ihr hier seht, habe ich vor längerer Zeit an meinem 8 Zoll Dobson-Teleskop gezeichnet, was beweist, dass auch in einem 8 Zoll Teleskop diese Galaxie ein durchaus lohnenswertes Ziel ist. Nur ein kleines Stück weiter finden wir nun M96. M96 ist kleiner, aber heller als M95, trägt die Zusatzbezeichnung NGC 3368 und weist entsprechend eine Helligkeit von 9,2 Magnituden auf. Ihre Größe beträgt nur 3,5 mal 3 Bogenminuten und sie ist etwas weiter entfernt, aber so viel Unterschied zwischen 33 Millionen und 34 Millionen Lichtjahren ist ja nun auch wieder nicht. M105 ist die dritte der Galaxien unserer Herausforderung. Und sie ist es auch, die zwei Begleitgalaxien hat, die allerdings nochmal deutlich lichtschwächer sind. M105 ist eine elliptische Galaxie, bei der noch keine Spiralarme entdeckt wurden. Sie selbst hat eine Helligkeit von 9,3 Magnituden, ist aber mit 2,5 mal 2 Bogenminuten relativ klein. Das liegt vor allem daran, dass sie etwas weiter entfernt ist als die anderen beiden Galaxien, nämlich etwa 38 Millionen Lichtjahre. Die sie begleitenden beiden Galaxien tragen die Bezeichnungen NGC 3384 mit einer Helligkeit von etwa 10 Magnituden. Diese Galaxie gehört nicht zur Gruppe, sondern ist fast doppelt so weit von uns entfernt wie M105. Noch etwas lichtschwächer ist NGC 3389 mit etwa 11,8 Magnituden. Ich bin gespannt, wer davon berichten kann, dass er bei unserer Herausforderung alle fünf Galaxien gesehen hat. Also nicht nur M95, M96 und M105, sondern auch die beiden Begleitergalaxien von M105. Kommen wir zu guter Letzt zu unserem Nicht-Vergessen-Objekt. In diesem Monat ist es eines meiner Lieblingssternbilder, das Sternbild Orion. Ja, es ist diesmal wirklich das ganze Sternbild gemeint. Schön langsam verabschiedet sich dieses markante Wintersternbild vom Himmel und es wird bis in den späten Herbst dauern, bis wir es wieder gut beobachten können. Also lade ich euch ein, gemeinsam noch einmal einen Blick auf dieses beeindruckende Sternbild zu werfen. Jeder, der ein Teleskop oder ein Fernglas hat, sollte sich noch einmal den wunderschönen hellsten Emissionsnebel unseres Himmels vor Augen führen, den Orionnebel M42. Wer fotografisch unterwegs ist, hat nun die letzte Möglichkeit, im Bereich von Orions Gürtel zwei wunderschöne Nebel zu fotografieren: den Pferdekopfnebel mit der Bezeichnung Bernard 33 und den Flammennebel NGC 2024. Oft kann man das Bild so positionieren, dass beide darauf zu sehen sind. Visuell ist es kaum möglich, diese beiden Nebel zu sehen, wenn, dann habt ihr noch mit dem Flammennebel Glück, aber dafür braucht ihr wirklich dunklen Himmel und ein großes Teleskop, also mindestens 12 Zoll, besser mehr.
Ich selbst beobachte diese Objekte meistens mit meinem Nachtsichtgerät. Da sind sie recht brauchbar zu beobachten. Und ich verlinke euch auch hier oben die Videos, die ich gemacht habe, als ich sie mit meinem Nachtsichtgerät gesehen habe. Links den Großteil des oberen Orion entlang erstreckt sich ein gewaltiger Nebel mit dem Namen Bernards Loop. Die Kennung ist SH2276 und auch dieses Objekt ist visuell kaum zu erfassen. Hier helfen nur wieder Fotos oder der Blick durchs Nachtsichtgerät. Auch den haben wir gemeinsam schon gesehen, schaut einfach nach. Und zu guter Letzt findet sich in der Nähe des Sternbilds Orion noch der Rosettennebel, NGC 2244. Dieser ist durchaus mit einem größeren Teleskop visuell zu sehen, ansonsten aber ein schönes Objekt, um es zu fotografieren oder mit dem Nachtsichtgerät zu beobachten. Ich verlinke euch hier oben noch meinen Livestream mit dem Nachtsichtgerät. Da hatten wir ihn ab etwa Minute 43 gemeinsam im Blick, oder besser gesagt Teile davon, denn er ist ziemlich groß. Fassen wir also noch einmal die Objekte für den Monat April zusammen. Da hätten wir unser Hauptobjekt, das Leo-Triplet, also die Galaxien M65, M66 und NGC 3628. Sie befinden sich links unterhalb des Sternbilds Löwe. Dann haben wir die Herausforderung, die Leo-1-Gruppe mit M95, M96 und M105. Diese liegen ziemlich zentral unter dem Sternbild Löwen. Und unser Nicht-Vergessen-Objekt, das Sternbild Orion. Das sollte jeder sogar mit freien Augen noch finden, bevor es vom Himmel verschwindet. Denkt bitte daran, mir eure Berichte zu senden, wenn ihr wollt, gerne auch mit Fotos oder Zeichnungen. Und denkt auch daran, es gibt wieder etwas zu gewinnen, nämlich den 30 cm selbstleuchtenden Wandsticker vom Mond. Bitte sendet eure Berichte bis zum 24. entweder an eine E-Mail-Adresse oder postet sie unter diesem Video. Wie immer würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen oder vielleicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, wollt ihr ja meinen Kanal abonnieren. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen April mit vielen klaren Nächten und tollen Beobachtungserlebnissen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mach mit Video wiedersehen. Viel Spaß, euer Mario.